Hey ho Leute, herzlich willkommen zurück zu Illuminati Games und zurück hier bei Metro. Heute ist wieder mit dabei meine seelische und moralische Unterstützung der Two-Face. Moin Moin. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal da weiter, wo wir gestern aufgehört haben Ich machte mir Sorgen, dass und die hören uns nochmal kurz den Text Messestation an. meiner Heimat das Schicksal der Lokstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden So, das kennt gepresst. der Two-Face jetzt noch nicht. Die Onkel, anderen kennen Onkel, das schon. kommst du mit mir rutschen? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du Ja, hast es Two-Face, musst jetzt versprochen. aufpassen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Könnt ihr Fremden aber auch nicht sprechen. schlafen? Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Schon ein bisschen fies da. Mann, Erwach Mann, nicht Mann. auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Dann zieh aber den Helm Okay, auf. dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Jo, kann ich. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Genau. So ein Ich bisschen hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Bioshock 2 quasi. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster Wenn du das kamen. sagst. Ja, und wir haben jetzt Er unseren begann zu schießen, aber Little dann hat Brother er mich quasi auf Brutalis dem Rücken. ins Genick Keine gebissen. Little Sister. Aber Onkel ist wirklich stark. Dadurch ist die Er hatte Steuerung mich sehr mehrfach schwammig gehalten getötet. Du jetzt. siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ah Ich gut. werde dir helfen So, müssen, da ist noch sonst werden wir beide Munition. gefressen. Weil die Steuerung ist sehr, sehr schwammig. Ich damit zurechtkomme, werden wir mal schauen müssen. Na gut, achso, da. Oh Gott, die Steuerung. Nur weil ich das Balg auf dem Rücken habe. Schon als wäre ich betrunken. So, dann gehen wir da Oh, der hat hinten einen rum. schönen Revolver mit Dings hier, oder Ich was? habe jetzt Revolver mit Schulterstütze hier vom Gewehr. Gewehrkolben. Blecht. Das wäre richtig was gegönnt. Das sind für Ekelviecher. Die kommen hier aus so Bodenlöchern. Oh, lauf doch. Ich hänge irgendwo fest. Da ist wieder einer. Oh, da kommt er. Ah, die Steuerung, Alter, ist die jetzt für ein Arsch. Wo ist er? Da ist noch einer. Was? Ah, hat er wieder seinen Kack-Purzelbaum gemacht. Ach, da bist du jetzt angesprungen. Wir gehen jetzt einfach mal hey, hier so ein aufpassen. Rudersch. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Ja, ich weiß, die kommen die ganze Zeit von hinten. Da ist noch einer. Die sind scheiße schnell. Erinnert mich an die Drecksviecher aus 4-2. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Oh, wo kommen die denn als her? Ich habe keine Ahnung, ich habe hier gerade Ruckelparty. Stirb. Na? So, noch kurz nachladen. Da ist noch einer. Wo kommst du denn jetzt her? Da ist noch einer. Ja, die kommen. Die verpissen sich immer wieder in ihre Dreckslöcher. So, wo müssen wir denn lang? Hier hoch. Wow, hab ich mich nicht erschrocken gerade. Alles ganz cool. Oh. Da war wohl was Bums gemacht hat. Ja.
Oh, hoffentlich muss ich den jetzt nicht mehr so lange mit mir rumschleppen, der nervt mich nämlich. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. In dem da. Ja. Ich kenne die Moonschränke, da mein Vater ein Späher war. Schau in den mit den Zahlen. Laden Sie erstmal nach, kleiner Mann. Was schauen denn mit den Zahlen? Hä? Na, vielleicht kommt er noch oder so. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Meine Waffe geht nicht kaputt. Hoffe ich jetzt mal so. So, dann geben wir uns noch ein bisschen Munition. Ah, du kleines hässliches. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Ohne Mist, die Steuerung, Alter. So, wir dümpeln uns mal kurz hier in die Ecke zum Nachladen. Ja, und dann muss ja, du, das werde ich dann erst richtig so auf YouTube sehen, wie das dann ist. Wo ist er hin? Da! Ja, ist wieder in sein Loch gesprungen. Komm raus! Zeig dich! Da hinten. Ja, gesehen. Ey, stirb! Oh! Du abgefuckter Judas, Mann. Stirb! Lass ich nachkommen wieder fünf aus dem Loch, ha? Huh? Ja, nur einer. So, mach mal. Wenn ich wenigstens ordentlich zielen könnte. Pass auf, der hält dir gleich noch von hinten die Augen zu oder so. Ja, jetzt muss ich auch noch nachladen, ja. Achso, nächsten Abschnitt erreicht, da kommen sie nicht hinterher, oder was? Nein, geilen wir uns mal ein bisschen Munition. Du kannst hier nur eine Schrote nehmen, wenn du hier irgendeine Waffe nimmst, mit der du zielen müsstest, da wärst du ja nur tot. Und ich habe nur noch 14 Schuss in der Schrote, das ist auch schon mal extrem schlecht. Hey, pass auf, da schon wieder so ein Drecksloch von denen. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Okay. Ach, bla bla bla. Ich hab doch kaum noch Munition, Mann. Jetzt stresst mich hier mal nicht so rum. Jungen hinten auf meinem Rücken zerfleischen. Ich kann mich doch so scheiße umgucken, ey, mit dem Drecksbalsch auf dem Buckel die ganze Zeit. So, wurde schon mal gespeichert. Sieht aber auch nicht so gesund aus, da wo du lang kreuzt. Lang. Hoch oder unten weiter? Du fällst doch was. Ich würde aus dieser Drecksbrühe rausgehen, glaube ich. Gut, wir gehen unten weiter. Ich wollte... Wo ist er? Dass er nicht mehr hinter mich rennt. Okay, gehen wir halt mal die Leiter hoch. Verlassen wir wirklich die Station? War noch Munition oder nicht bei dem Typen? Ich weiß, ich bin da, da mal panisch runtergelaufen. Mama okay, hier mal weiter. Wenn Kinder in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne.
Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Gehen wir mal da hoch. Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ich habe den Himmel gesehen. Ah, hier geht's weiter. Okay. Jetzt auch noch ein Balanceakt hier mit dem Penner auf dem Rücken. Meinst du, wir können ganz bis auf, gleich kommen mir so Viecher entgegen, ja? Ja, höchstwahrscheinlich. Oder wir schmieren ab, weil das hier irgendwie zusammenbricht oder so. Moment! Vertrauenswürdig ist anders, ne? Lass mich nicht fallen! Ihr Bastarde, lass mich los! Schöne Frau. Zurückbringen. Oh, wir sind da. Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu dir gehen. Genau, und erschießen. Onkel ist tot, Mama. Schön. Wir haben eine Familie zusammengeführt. Auf seinen Schultern. Danke, dass ihm einen Sinn gab. Geht doch mal nicht so durcheinander. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Nehmen die Mond nicht. Wir lassen ihnen die kleine Freude. Die schwarze Station okay. ist weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Okay, also wir müssen gleich an die Oberfläche. Da bringt mich doch was an. Eine neue Gasmaske. Zack, die nehmen wir doch direkt mit. Oh, das Flugzeug. Nimm das Flugzeug. Okay, los. Wir klauen dem Kind sein Spielzeug. Nein, ich kann es leider nicht nehmen, aber ich gucke mich hier trotzdem nochmal. Schade. Wenn es denn gehen würde. Nee, da hinten komme ich leider nicht lang. Liegt hier noch irgendwas auf der Bimmelbahn? Machen wir das Licht aus. So. Und hier auch. Ressourcen sparen. Ja, natürlich. Oder? Ah, wir können ja was kaufen. Ah. Was gibt's hier? Das sind Pfeile. Schrotmonen. Kaufen. 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 Na super. Naja, kann man so ein bisschen was kaufen. Mal jetzt bin ich nur noch 15 oder so 60. Was gibt's hier noch? Normale Monen. Und, ne, davon brauche ich nichts. Okay. Überhaupt ein Bogen? Nö, ich weiß nicht, womit man Pfeile verschießt. Guck mal, also, was gibt's denn hier noch für... Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen... Meine Waffe ist besser, richtig. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ja, ich hab die... Ja, jetzt labern wir doch nicht die ganze Zeit dazwischen. Ich hab die normale Kalaschnikow wieder genommen. Ohne hier Zielfernrohr. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen, die ausgewogensten Messer. Ja gut, wir gehen mal weiter. Wie Sie wollen. Haftdynamit. Kranker Scheiß. Leute, ihr seid verrückt. Leute, ihr seid verrückt. Ach, jetzt macht das Tor auf, kommt erstmal so eine Horde hier reingestürmt von diesen Viechern. Kurz die Pumpe nachladen. So, und ich kann wieder normal zielen. Das ist schon mal viel wert. So, ich werde erstmal den... Achso, es ist jetzt hier fertig. Außenposten. So, wir kommen wieder an die Oberfläche. Nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des Toten... Postapokalyptisch ist auch ein sehr schönes Wort. Ja. Das hat unser Gitarrist auch gesagt zu den ersten Entwürfen von unser Bandlogo, die wir jetzt, also was wir ja gemacht bekommen. Ja. Wir hatten halt auch so einen Entwurf mit dabei, wo dann halt auch das so aussah, als wäre an der Schrift noch so ein bisschen Dreck dran. Okay. Weil da noch so viele Schnörkel waren, haben wir dann gesagt, okay,
sagt der das macht. Weniger Schnörkel, mehr postapokalyptischen Dreck. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Immer gespannt, was dabei rauskommt dann noch. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Wer redet denn da? Ich höre die ganze Zeit einen Lava und sehe gar keinen. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Ach, da oben. Klar, klar. Dann machen wir doch mal nicht die Faschisten aus. Ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Das sind Feinde, richtig. Oder sollen wir die jetzt umschießen? Wir können uns ja auch erstmal hier hinten so ein bisschen lang eruieren. Ach, die kommen auch noch hierher. Ach. Deböller. Moin, Männer. Lass die nicht entkommen! Ich wollte eigentlich auf die Pumpe wechseln, ihr Schweine. Ach man, das. Noch. So, ich muss ja mit der Maus drauf. Vergessen Sie im Kampf nicht Granaten zu benutzen. Ja, ich wollte auf die Pumpe wechseln und hatte dann leider die Kalaschnikow. Ja. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Ich werde jetzt mal von hier hinten dann mit den Granaten oder mit dem Dynamit empfangen. Feierlich. Wo sind die? Ach, die sind ja jetzt erst da oben. Ja, ich lasse die aber runterkommen, wenn die da oben bleiben. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wenn ich sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe sie nicht vergessen, Herr Offizier. Ich glaube, ich kann schneller Waffen wechseln, wenn ich die Tasten dafür drücke, aber das könnte ja jeder. Oben steht noch eine Wache. Die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ja, und ich spiele ja auch noch auf kleinem Bildschirm, dadurch sehe ich ja auch noch so weit entfernte Gegner. Viel, viel schlechter. Kaboom! Kaboom! Okay, wir ziehen uns nochmal hier in den Tunnel zurück. Ist der tot? Jetzt.